They came as a whisper. Words so quietly wrapped that the truth may not hear. Until that whisper became a growl. Impossible to ignore. Impossible to outvoice. We were not prepared. That which came upon us lied far beyond our imagination. Our plans, strategies, defense, in vain. The accomplishment of generations, the history of families, their joy, their sorrow, shattered in the blink of an eye. We stood strong, axes and hammers drawn. Our army, the guardians with their best beards, every beard. But the great gates fell, and what followed after soon sealed our fate. In the depths of the mountains, a stone beard uses a mannerly stone's glow to separate night from day, darkness from light. Our glow has not yet gone out, and we will not make room for the darkness. In the mist of the chaos, I hid away our most precious treasure, and in this hour that I know my time has come, I will pass this world knowing that victory is ours, if not today, certainly in a tomorrow that will soon come. By the names of the fallen kings, may Tal'Dorei give us his strength. Ich bin mit unglaublichen Kopfschmerzen aufgewacht. Wo bin ich? Was mache ich hier? Und am wichtigsten, wer bin ich? Ich friere und es wird langsam dunkel. Ich sollte nach einem Unterschlupf suchen. Okay. Finde deine Ausrüstung. Griff eine Axt. Ich habe nichts, worin ich das mitnehmen könnte. Ein Rucksack. Ich habe nichts, worin ich das mitnehmen könnte. Okay, ah, jetzt haben wir was. Ein Rucksack. Den werde ich sicher brauchen. Oh yes. Können wir jetzt nämlich mitnehmen, ne? Kümmerling. Mhm. Sicher verbarrikadiert. Repariere die Brücke. Einfach hölzerne Planken könnten für Reparaturen von Nutzen sein. Nehmen wir mit. Oh, das war ja einfach. Warte mal, ich. Kümmerling. Eismünze. Da wird alles mitge... Oh, was ist das denn? Teil eines Briefes. Ich will das irgendwie anschauen. Tagebuch.
Tag 143 der langen Nacht. Ja. Wir bereiten uns auf unsere Reise vor. Alles muss im Stillen geschehen, da der Feind seine Augen stets überall hat. Bald beginnt die Zeit des Dämmertags und am Tag der Gleichheit wollen wir aufbrechen. Also hier werden die ganzen Kräuter aufgelistet, die ich einsammle. Pflanzen. Was ist das hier? Hier habe ich noch nichts. Nur die Waffen. Okay. Ah! Okay. Kann ich die Lampe eigentlich mitnehmen? Nee. Wie soll ich die denn zerstören? Womit denn? Ein Axtkopf aufnehmen? Wie kombiniere ich die denn? Äxte, Inventar, Items, kombinieren. Mit dem Axtkopf. Eine rostige Axt. Achso, ich muss sie nur ausrüsten, ne? Thank you.
Wie müsste ich dir denn aus? Da. Okay. So. Jawohl. Ey. Inner Weg zur Zitadelle. Steinbart ist nur so stark wie der Stein unter seinen Füßen. Okay. Schlüssel zum Skriptorium. Okay. Eine Spinne. Guck mal da. Zack. Gibt aber anscheinend keine XP, ne? Also irgendwie. Oh, was hat der? Oh, Augenkrallen. Ziemlich großer Kümmerling. Das leuchtet irgendwie. So. Das Tor ist zu. Ich bin von da gekommen, ne? Hm, eigentlich. Ne. Anscheinend bin ich von hier. Okay. Das Schloss scheint intakt, funktioniert nur nicht ohne Schlüssel. Finde den Schlüssel. Schlüssel zur Mine, nehmen wir da, untersuche den Minentunnel. Bargons Brief erzählte etwas über die Gefahren, die aus der Mine aufsteigen. Ich sollte das genau untersuchen. Auf jeden Fall. Brief von Bargon an Dandaron. Ich hoffe, du liest diesen Brief nicht, da dies bedeuten würde, dass ich tot bin und du in großer Gefahr. Die Stimmen aus den Minen. Etwas Schreckliches wird geschehen. Die Steinwitwen, die höher in den Stollen kriechen, die Stürme, nicht zu vergessen, der Zwischenfall mit Endon. Etwas brodelt. Und ich spreche nicht von den Verschwörungstheorien über Ränke, Schmieden der Steinkulte. Dann darum. Vielleicht verliere ich nur meinen Verstand, aber trotzdem, wenn du diesen Brief liest, bitte verlasse diesen Ort und fliehe so weit wie möglich. Etwas wird kommen. Ich werde meinen Posten nicht verlassen, aber du bist zu nichts verpflichtet. Du könntest zu etwas Großem heranwachsen, daher bitte ich dich, verschwende dein Potenzial nicht für unsere alten Werte. Möge Teil darin über dich wachen. Bargon. Okay. Bargons Tagebuch, den nehmen wir auch mal mit. Machen wir jetzt. Einfache Löffel. Oh, gut, wenn wir ein bisschen Hunger haben, nehmen wir das mal mit. Können wir die Kinder. Ach, guck mal. Ich habe dann so gefunden, es scheint. Also
klar. Es scheint nichts mehr zu sein. Das Schloss scheint intakt, funktioniert nur nicht. Oh. Wo denn? Tor ist zu. Das Tor ist zu. Okay, das Tor ist zu. Das sind ganz schön viele Briefe. Brief, Brief, Brief. Das Tor ist zu. Da liegt wieder eine Leiche. Das Tor ist zu. Das sind die alles zu. Das Tor ist zu. Das Tor ist zu. Okay. Dann da uns aufgehoben. Winterschlappen mit ihnen gleich. Das Tor ist zu. Das Tor ist zu. Oh, guck mal, ganz schön viel, was ich tragen kann. Inventar. Dokumente. Okay. Also, guck mal, kann ich sogar suchen. Ja, aber ich sitze ja alles zu. Wo muss ich denn dann lang, meine Freunde? Dokumente. Finde das zweite Kapitel, finde das dritte Kapitel. Okay, T. Uff, funktioniert. Finde das zweite und das dritte Kapitel. Jo. Ach so, jetzt kann ich ja zurück durch in die Mine. Hm. War ein Zufall. Ich wollte eigentlich nicht an die Tür. Okay. Muss ich eigentlich irgendwie speichern? Ja. Ich will einfach nur speichern, was ist denn das jetzt hier? Och.
Nicht hoch. Oh, guck mal, tatsächlich. Tada! Oh. Oh Gott. Warum ruckelt das? Ja. Folge der Blutspur. Wo ist denn hier eine Blut... Da ist eine Blutspur. Da soll ich rein, aber ich gehe erstmal gucken, was da ist. Und guck mal, hier ist die Blutspur. Oh, 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 da ist eine Leiche, da ist... Minenaufseher. Okay. Schlüssel, der sieht aber nicht mehr so glücklich aus. Fackel kann ich nicht mitnehmen, ne? Was hat er? So, was ist da? Eine Waffe. Eine Spitzhacke. Lektion 2, Ressourcensammlung. Eine Schmiede kann nicht ohne Holz angefeuert werden und alle wertvollen Objekte und Waffen können ohne Erz nicht gefertigt werden. Sammle sie. Alles klar. Okay. Baue Gold ab. Baue Eisen ab. Natürlich, aber was wäre ich denn für ein Zwerg, ey? Was ist da? Weil ich keine Erze abbauen würde. So. Kann ich das mal machen? Ausrüsten. Eisen habe ich jetzt abgebaut. Ach, das ist auch Eisen, ja. Ne? Oh, Eisen. Habe ich irgendwo Gold übersehen? Warte mal. Ne, hier war ja nicht so Gold. Oder finde eine Holzfällerachse. Baue Gold ab. Baue 10 Gold ab. Kann ich damit halt auch kaputt hauen? Oh, ein Schlag, ey. Gold, we need Gold. Was ist das? Abgebaut. Ich brauche noch Holz vielleicht. Boah, was ist denn das? Dicker Klunker. Ich komme da nicht rein, ich bin zu klein. Ey.
2 landet. Grüner Edelstein. Nehmen wir auch mit. Rüste dich für die Gefahren, die vorausliegen. Eine gigantische Steinwitwe hat den Minenaufseher getötet. Ein komisches Verhalten, selbst für diese Art von Kreatur. Es scheint etwas unten in den Minen zu sein, aber ich kann da nicht ohne Ausrüstung hinuntergehen. Das stimmt wohl. Wo kriege ich die Ausrüstung? Zieh nach. Ob ich in der Schmiede etwas Nützliches finde, ja. Gut. Eine fette Spinne, ey. Muss das Wasser lang fließen. Nein, jetzt. Woher? Kein Schimmer. Oh, hier geht's nicht lang. Schmiede, das ist bestimmt der andere Weg, ganz am Anfang. Brauche ich das eigentlich hier noch? Muss ich hier? Brauche ich noch mehr? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Zurück, wo wir den Axtgriff gefunden haben. Holz. Toll. Das war's? Mehr war hier nicht? Okay. Ja, aber wo ist hier denn die Schmiede? Ist das da, wo ich war, die Schmiede? Da war ja... Muss ja irgendwie die Tür aufmachen, ne? Oder der Tor, meine ich. Tür. Kann ich den Baum jetzt hier fällen? Nee.
Ich habe ja noch. Ich habe ja den einen Schlüssel gefunden da bei dir. Was ist denn hier? Wo ist denn die Schmiede? Mal guck mal. Schmieden wie die alten Zwerge. Okay, boah, hier liegt ja überall Zeugs rum. Lektion 3, Schmieden und Gießen. Nun, da du jetzt alle Ressourcen hast, die du brauchst, ist es an der Zeit, in die Schmiede zu gehen und mit dem Handwerk zu beginnen. Behalte die Temperatur der Esse stets im Auge. Schmieden oder Schmelzen mit den falschen Temperaturen zerstört dein Werkstück. Obwohl diese resultierenden Abfallklumpen auf ihre ursprünglichen Zutaten zurückgeschmolzen werden können, gibt es immer einen Verlust. Okay. Finde einen Schmiedeplan. Lese. Oh. Ein Brief vom Schmied. So sehr ich deinen Einfallsreichtum auch schätzen mag, ein Steinschlüssel mit Zins zu verschweißen ist keine dauerhafte Lösung. Das Ding ist wieder in zwei Teile gebrochen, kaum habe ich es vom Tisch aufgehoben. Merke, achte auf die Details und du wirst feststellen, welche Materialien du verwenden kannst. Was den Steinschlüssel mit den goldenen Gravierungen betrifft, ich schätze, das sollte jetzt klar sein, oder? Eine Kartoffel. Schlüsselteil. Schlüsselteil. Einfach Löffel Bob da. Stelle eine Waffe in der Schmiede her. Okay. Kartoffel. Da ist ein Bauplan für die Waffe. Kampfaxt, Bauplan. Und was ist das? Becher, Bauplan. Da finden wir die Seiten. Ressourcenpickstation. Ah, warte mal, ich muss erst mal gucken, was ich brauche. Dokumente. Baupläne. Was brauche ich denn? Zimmer her. Holz, Eisen, Bronze. Ein Holz. 5 Eisen, Bronze und Durchstiel. Holz. Eisen. Durchstiel. Was war das noch? Dokumente, Baupläne, Holz, Eisen, ach Bronze. Hier ist keine Bronze. Gold, Erz, Kupfer, Platin, Platin, Zinn. Wir haben keine Bronze. Guck mal, kann ich alles nehmen? Ja, kann ich auch mitnehmen.
Oh fuck, ich bin schon fast voll. Ach, Schande. Ressourcen. Items? Ja, Items. Also irgendwie. Gießerei, Schmelzens, Schmiede. So, ich brauche Holz, 5 Eisen, 1 Durchstiel, 5 Eisen, Durchstiel. Warum kann ich denn den Bob? Was ist das denn hier? Können wir den Plan angucken? Nee. Ich kann Becher. Ich will, da. Holz, 5 Eisen, Bronze und Durchstiel. Bronze. Ich brauche die Bronze. Woher kriege ich denn die Bronze? Ich muss ja abbauen, wenn ich die Bronze noch nicht habe. Das gibt's doch nicht. Bronze fehlt. Jetzt fehlt die Bronze. Ja, müssen wir nochmal in die Höhle. Da haben wir das bestimmt irgendwo übersehen. Bronze brauche ich. Wo ist Bronze? Was ist das hier? Eisen. Ich brauche Bronze. Bronze, 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 Bronze. Zwerg, ach guck mal, Zwergenmünze, so. Was habe ich denn jetzt da abgebaut? Ja,
steht nicht. Da ist jetzt Bronze. Was ist dahinter? War das jetzt Bronze oder nicht? Ich weiß halt nicht. So, hier ist doch alles abgebaut. Hier ist doch nichts mehr. Oh, doch, da. Das wird Gold sein. Ich hab alles. Also, alles abgebaut. Ne, da. Ah, es wird Eisenerz sein. Nach oben geht ja nicht, ne? Da komme ich ja auch nicht hoch. Hier scheint ja auch nichts zu sein. Stelle eine Waffe in der Schmiede her, ja, aber... Ich brauche... Das Tor ist zu. Das Tor ist zu. Das Tor ist zu. Das Tor ist zu. Das
Tor ist zu. Jetzt merkt man gerade, dass ich nicht weiß, wie ich weiterkomme. Oh. Jetzt gehen wir nochmal zur Schmiede. Vielleicht haben wir da einfach noch irgendwas übersehen. Ja, komisch. Holz. Das will ich verstehen. Achso, ne, der hat gesagt, einfach das Holz verfeuert werden, genau. Wie krieg ich das doofe Erz her? Erz. Baupläne. Einfache Becher. Nein, ich brauche mich. Ja, mir fehlt doch das. Also irgendwas tue ich verpassen oder habe ich verpassen und ich weiß nicht, was.
Nirgendwo Bronze, nirgendwo.